Möglichkeit, damit das da nicht so negativ im Geschäft sein kann. Ich habe jetzt im letzten Jahr vieles lernen müssen, also jetzt kann ich dieses Werkzeug, was ich gelernt habe, dann wirklich auch anwenden. Zu tun gäbe es viel in Bern. Der Klimawandel bleibe auch in Corona-Zeiten die größte Herausforderung. Die Weihnachtstage stehen an. Uns erwarten wir wissen etwas spezielle Tage, denn das Fest der Freude ist diesmal geprägt von Fragen, Unsicherheiten, zuweilen auch Ängsten. Und für Alleinstehende könnte sie aber zur einsamsten Zeit des Jahres geben. Es gibt zwar verschiedene Hilfsangebote, doch diese Menschen überhaupt zu erreichen, ist oftmals nicht einfach. Die Einkäufe von Freiwilligen vor die Haustüre liefern. Frank Osterwalder geht aus Respekt vor dem Coronavirus nicht mehr selber einkaufen, nicht mehr unter die Leute. Amigos heißt dieses Projekt für die Nachbarschaftshilfe. Für die 78-jährige Psychotherapeutin ist es mehr als nur eine Einkaufshilfe. Die soziale Komponente ist vielleicht für mich wichtig. Sehr verwöhnend ist, dass ich die Lebensmittel kriege, also die Exponierung ist in mir. Die soziale Komponente ist schön, weil es eigentlich doch eine Begegnung ist mit diesen Menschen und jeder seine Dinge erlebt in diesen schwierigen Corona-Zeiten. Einsamkeit. Für viele Personen im Rentenalter ein ständiger Begleiter. Roselie Kinte schätzt, dass ein Drittel aller Seniorinnen und Senioren davon betroffen ist. Covid-19 verschärft die Situation zusätzlich. Die Problematik bei der Einsamkeit ist, dass sich diese Leute eben nicht direkt bei uns melden. Wir erfahren das über unsere Dienstleistung, weil wir sind Besuchung zu Hause. Umso wichtiger ist es eben jetzt in dieser Zeit, Angebote wie Amigos zu haben, wo wir nach Hause gehen, mit ihnen sprechen, sei das jetzt, wenn wir nur die Einkäufe vorbeigehen. Telefon 143. Hier rufen Menschen mit unterschiedlichsten Sorgen und Problemen an.